So Leute, ich habe mich beruhigt. Hallöchen, willkommen auf TweeCube. Mein Name ist Fratsch, ich bin kein Fratsch. Und willkommen wieder zu einem neuen Part von Luigi Bros. The Lost Levels. So. Das Let's Play ist nicht zu Ende. What the fuck war das für ein Lag? Das Let's Play ist nicht zu Ende. Okay, nice. Das Let's Play ist nicht zu Ende. Ich habe mich beruhigt. Eigentlich wollte ich Tobi dazu holen, aber dieser Keck antwortet nie auf WhatsApp. Beziehungsweise er ist nie online. Das heißt, ja, als ich mich dann nach 4 Stunden mich endlich beruhigt habe, habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, Fratsch? Nimm's jetzt einfach nochmal auf. Mach's einfach nochmal eine Aufnahme. Egal was. Und ja, hier bin ich. Hallöchen. Und hoffen wir mal, dass wir. What the fuck? Dass das jetzt ein bisschen besser wird. Ein bisschen besser. Das Ding ist, Leute, ich habe es herausgefunden. Und ich glaube, für die, die das Spiel sehr gut kennen, wissen schon. Für die, die es nicht kennen, denen erkläre ich jetzt erstmal was. Ihr werdet jetzt erstmal so ein big What the fuck Moment vielleicht haben. Oder ich weiß nicht was. Aber es ist kompletter Abfuck, okay? Ich sag's mal so. Ihr habt es ja, glaube ich, ihr habt es ja gesehen, je nachdem, wie weit ihr geschaut habt, dass ich ja versucht habe, diesen einen Hammerbruder umzubringen, damit ich im Level 6-4 das Rätsel sozusagen lösen kann. Ihr wisst ja, ich konnte ja nach oben gehen, mittig oder nach unten gehen und dann diesen Bibing-Sound zu haben. Das war so ein Rätselschloss. Und das Ding ist, ich habe zum ersten Mal. Also erstmal habe ich die ganzen Wege ausprobiert, ne? Egal was in der Reihenfolge und alles war falsch. Dann habe ich diesen Hammerbruder umgebracht und ich sag's mal so. Als ich diesen Hammerbruder umgebracht habe, das kann man auch in der Aufnahme sehen und danach umgelaufen bin, dann gab es auf einmal diesen Didim-Sound und ich dachte mir, hey, ich muss diesen Hammerbruder umbringen, weil ich meine, sowas war auch technisch gesehen möglich. Warum sollte man das nicht so programmieren können? Also dachte ich mir, okay, scheiße, ich muss es so machen. Hat sich aber herausgestellt, dass es einfach nur ein Bug des Spiels war. Das bedeutet, ich hätte ihn nicht umbringen müssen. Das war einfach, weil ich wahrscheinlich 1 Millimeter zu weit in die irgendwie reingelaufen bin oder zu lang in der Mitte war. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht zu lang, sondern zu weit. Und deswegen habe ich diesen Bumm, diesen Falsch-Sound bekommen, sage ich mal, ne? Dass der Weg falsch war. Und ich sag's mal so, ist belastend. Vor allem, ich habe im Nachhinein, also in der Aufnahme schon gesehen, dass ich am Anfang erstmal unbewusst diesen Hammerbruder schon umgebracht habe, den Weg gelaufen bin und zwar trotzdem falsch. Das heißt, ich hätte es eigentlich sogar sehen müssen direkt am Anfang, aber ich habe halt nicht aufgepasst. Ich habe ihn halt unbewusst umgebracht, unbewusst. Und deswegen dachte ich mir, hey, man muss ihn umbringen, trotzdem, im Nachhinein. Gott sei Dank bin ich nicht Luigi, scheiße. Ich hätte es, glaube ich, geschafft, nur ich habe zu früh Steuerung nach links gedrückt, weil ich dachte tatsächlich, ich würde irgendwie, keine Ahnung, drüber fallen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ach, scheiße, ich, okay, ich muss wieder rein. Auf jeden Fall sehr belastend. Ich habe ja, ihr habt ja gesehen, dass ich ja vieles rausgeschnitten habe. Aber ich war wirklich am Ende. Also, der Part, ich habe schon tatsächlich die Aufnahme manchmal pausiert, ne, und dann erst wieder weitergemacht. Das bedeutet, am Ende hätte ich vielleicht eine 35-Minuten-Aufnahme gehabt. Oder so ungefähr. Und, ja. Das ist zu krank. Das war einfach viel zu, das war einfach. Ich habe zu Tobi gesagt, Tobi, ich halte es nicht mehr aus. Ich beende das, das wäre ernsthaft. Ich war nervig gesehen komplett am Ende. Das war absolut scheiße. Und ich denke, ich übertreibe. Das war wirklich schlimm. Das war absolut ekelhaft. Ich war so abgefuckt von diesem Hammerbruder und von allem einfach. Das ganze Spiel hier auf so. Es war so unfair. Es war einfach so fucking scheiße. Dass ich einfach keinen Bock mehr hatte. Nur, wie gesagt, ich habe mich jetzt beruhigt und ich dachte mir, okay, Fransch, alles gut. Ist nicht so schlimm, wie du denkst. Und ja, hier bin ich wieder. Aber ja, nur um das klarzustellen, damit ihr Bescheid wisst, das ist einfach nur ein Bug des Spiels gewesen. Ich war irgendwie, oh, ich war 1 Millimeter zu weit irgendwie in der Mitte und so, deswegen konnte ich nicht direkt. Digga, das ist wieder so klar, ne? Aber egal. Es ist The Lost Levels, Fransch. Es ist alles gut. Und ja, so ist es gewesen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt Welt 7 mir zumindest angenehmer wird. Wie gesagt, ich wollte ihn eigentlich früher hinzufügen hier. Ah, okay, es ist dieses Level. Aber da werden wir jetzt erst in Welt 8. Und dann glaubt mir, Leute, ich werde nicht Welt 8 ohne Tobi spielen. Vergiss es. Also, Tobi kommt auf jeden Fall. Also, wird auf jeden Fall in Welt 8 dabei sein. Hundertprozentig. Also, gibt es kein Wenn und Aber. Weil das schaffe ich nicht. Welt 7, weiß ich jetzt nicht, wie schwer das wird. Jetzt gerade ist es okay, aber auch in den anderen Welten, ihr habt es ja gesehen, ich habe ja eigentlich die. Das war echt riskant gewesen, Fransch.
Ich habe egal was in der Welt, die ersten drei Level Speedrun nicht immer durch. Ich habe es immer so in ein paar Minuten durchgespielt. Also ich meine, die Level geschafft, das weiß ich nicht, ob ich den noch kriege. Ne, kriege ich nicht, perfekt. Aber es ist immer das letzte Level, wo ich dann immer rumfähle. Das letzte Level, also einer Welt, ne? So, okay, das ist jetzt sehr ekelhaft. Oh mein Gott. Man kann theoretisch sogar Trampoline überspringen, Trampolinpassagen, wenn man schnell genug ist, sag ich mal, und Luigi ist vor allem, da kann man noch ein Trampolin, sag ich mal, überspringen und dann sagen, hey, guck mal, ich bin krass. Und man kann auch tatsächlich vorhersehen, ungefähr, wo man landet, ne? Ich weiß, sogar Tobi, ich erinnere mich jetzt, Tobi hat sogar in der Aufnahme gesagt, kann man nicht, du Keck, und ja, man kann voraussehen. Ich meine, der schaut mich an, ich bin so skillig unterwegs, lol. Ich hab das erst schweigt, ja moin. Also man kann, wenn man hochfliegt, ich kann es jetzt nicht beschreiben, wie, aber man sieht ungefähr, man kann sich so, sagen wir mal, vorstellen, wo der Charakter gerade ist und wie man landet. Deswegen, ich bin gerade erstaunt, dass ich das first tried habe. Nice. Ich meine, dafür habe ich 6-4, keine Ahnung, habe ich halt 30 Minuten dafür gebraucht und dafür habe ich das hier first tried. Ich weiß, ich verstehe manchmal mein Skill selber nicht. Manchmal sagt mein Skill guten Morgen und manchmal sagt mein Skill tschüss. Also, ich check's selbst nicht. Oh Gott. Es ist dieses Level. Das kann sehr ekelhaft werden. Das Ding ist, man kann diese... Ich hab das, glaube ich, schon mal im Part gesagt. Diese Feuerstäbe können sogar disappearen. Verschwinden einfach. Ja, okay, das ist jetzt sehr eklig. Vor allem mit Luigi, wenn er noch rutscht. Wenn er noch rutscht, Alter, das ist sehr eklig. Gehe ich jetzt nach unten oder nach oben? Ich gehe mal nach unten. Irgendwas sagt mir... Ah, okay, ich dachte, man könnte, glaube ich, hier einen One-Up bekriegen, hätte ich das mit dem roten Panzer gemacht. Okay, hier wird es, glaube ich, eklig. Man kann da unten rechts zwar überleben. Oh, warte, ich gehe erstmal hier unten links. Aber gleich seht ihr, es kommt eine Passage. Daran erinnere ich mich noch. Da könnt ihr euch nicht mehr verstecken, sondern ihr müsst schnell sein. Ihr müsst, Digga, warum nuschel ich die ganze Zeit? Habe ich geguckt? Oh mein Gott, was ist das denn für eine Scheiße? Alter! Ist das dein, Digga, Bowser, ne? Da könnt ihr euch nicht verstecken, sondern ihr müsst wirklich schnell rüberrennen. So. Oh mein Gott, Alter, es ist wieder so ein Abfuck. Es ist wieder so ein Abfuck. Digga, wenn ich das hier schon wieder sehe. Warten. Ich will hier nichts überstürzen, darauf habe ich echt keinen Bock. Ich warte erstmal, bis er wieder zweimal schießt, weil... Ja, genau. So. Und dreimal sogar. Digga, halt dein Maul. Ja, nee, ich muss springen. Das war einfach nur Luck. Warte, das war nicht hier? Da war es, glaube ich, in Welt 8. Warum Speedrun ich auf einmal, hä? Digga! In 8 Minuten das Level hier, die Welt hier durch, hä? Ich first try hier auf einmal alles. Okay. Also Leute, wie gesagt, ich verstehe meinen Skill manchmal nicht. Manchmal gebe ich Gas und pack alles und manchmal fail ich einfach nur rum. Okay, die Pause hat sich gelohnt. Danke, dass ihr ein bisschen geschaut habt. Unerwartet. ja, man hört sich. Das nächste Mal wieder. Ciao Leute, wie beende ich die Aufnahme? Hier.